Wir stehen jetzt bei Kabe auf der CMT 2023. Wir haben heute den 16.01. und wir stehen quasi vor einem, wie soll ich sagen, Tiny House, rollendem Einfamilienhaus. Wir stehen bei dem Kabe Imperial 1000 TDLKS mit einer Gesamtlänge, unglaublich, von 11,60 Meter. Und eine Höhe von 2,78. Ist das noch ein Wohnwagen? Ja. Ja. Das ist verrückt. Also man muss sich ja mal den Überhang. Der Überhang ist absolut krass. Ja. Und allein wie das Fahrzeug schon aufgebaut ist. Ja, diese Sandwich-Bauweise. Du siehst die Sandwich-Bauweise. Moment, das zeigen wir. Ja. Also wir haben gerade noch mal speziell nachgefragt. 4 Zentimeter. Es ist tatsächlich so, ja. So wird das aufgebaut. Hier gibt es dann die Kabeldurchführung. Für zum Beispiel Dachklimaanlage. Die unten hier, die Warmwasserfußbodenheizung. Ja. Genau. Sandwich, Belag, PVC. Konvektor für die alte Heizung, hinterlüftet, Profil. Also alle Kabel, Wohnwagen und Wohnmobile sind auch absolut und 100% wintertauglich. Ja. Wir haben hier vorne schon mal ein Skifach. Schaut euch das mal an. Krass. Da passen auch die Ski von 2,50 Meter Menschen rein, du. Ja, ich glaub's auch. Dann haben wir hier Stromanschluss. Ja. Zigarettenanzünder ist verbaut. Das andere sieht aus wie Lautsprecheranschlüsse. Und noch eine 230 Volt Außendose. Der Überhang ist gigantisch. Ja. Der Überhang ist echt gigantisch. Also, wir messen mal euch den Überhang. Der ist echt krass. Das werdet ihr hier auf der CMT kein zweites Mal finden. Nee. ~2,90 Meter haben wir hier. Was? ~2,90 Meter bis hier. Hast du für ein Maßband? Hier ist nicht weiter raus, auf 3 Meter. Doch, da, 3 Meter. Halt mal hin. 3 Meter. Ja. Und jetzt den Rest. Also auf einen Millimeter kann man es euch natürlich nicht sagen, aber so mal in etwa. Das sind hier dann nochmal mindestens 1,40 Meter, sogar ein bisschen mehr. Ja, ungefähr. 4,40 Meter. 4,50 Meter in etwa. 4,50 Meter Überhang. Also das ist gigantisch, ja. Ja. Gehen wir mal kurz nach hinten ans Heck. Kabel hat auch ein sehr schönes Heck. Die linke Seite können wir jetzt euch nicht zeigen. Nee, die ist. Da ist ein Plakat. Hier haben wir noch die Kassettentoilette, ja? Ja. Genau. Da sieht man auch gleich schon mal, wo hier das Bad ist. Genau, das ist hier nämlich ganz hinten. Jetzt kommt er mal mit rein. Das ist der Wahnsinn. Tja, dann haben wir hier die wunderschöne vorne
Da beschwenken wir einfach mal kurz rum, dass ihr mal einen kurzen Eindruck bekommt über das Raumgefühl hier drin. Setz dich mal in die Rundsitzgruppe. Oh mein Gott. Alter, jetzt guck dir das mal an. Du. Das ist verrückt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da passt es. Das ist schön gemacht. Das sieht aus wie in einem Luxushotel. Mit 5 Sterne plus. Kopfstützen. Mit Kopfstützen, ja. Ah, die kann man aber wegnehmen. Die Rollos an hier. Das lässt sich komplett öffnen, das Riesenfenster. Und dann diese ambiente Beleuchtung überall ringsrum. Mhm. An den Lämpchen befinden sich USB-Steckdosen auf beiden Seiten. Die haben im Prinzip schon an alles gedacht. Ne? Was ist das? Bewegungsmelder. Ach, hier hinten sehe ich schon eine Steckdose. Und hier hinten ist auch noch eine Steckdose verbaut. Ah, okay. Und die kleinen LEDs hier. Auf der anderen Seite auch, ja. Oh, echt schön. Also wenn man sowas hat, braucht man definitiv keine Wohnung mehr. Hm. Hier kann man sich lang machen und gegenüber ist der Fernseher. Beziehungsweise die Vorbereitung für TV. Induktion? Ja, Induktion, Ladestelle fürs Handy. Schaut mal die Klappen hier an. Auf der Seite ist ein Schränkchen, ein Trockenschränkchen. Die Schuhe, ja. Kann man Schuhe reinmachen. Wir haben ja auch schon erwähnt, dass der Kabel ein absolutes wintertauglicher Wohnwagen ist. Man kommt hier auch an die Klappen überall gut ran. Da ist die Elektrik drin, ja, Sicherung und sowas. Andere diese, Seite ist das. Diese riesengroße Rundsitzgruppe lässt sich natürlich auch zu einem mega großen Doppelbett umbauen. Ja, der Tisch ist, kann man runterstellen, ja. Der ist absenkbar. Hier ist nochmal Klappen. Frischwassertank. Ja, 70 Liter Frischwassertank. Und der Fußraum ist beleuchtet. Ja. Ich bin geblättert. Alle Raffinessen, ha? Lautsprecher. Mach mal da oben auf. Warte. Links und rechts nach Lautsprecher. Und wie sauber, also wie sauber das alles verarbeitet ist. Mach da mal auf. Die Spaltmaße. Ist da auch was? Ja. Mhm, da ist noch ein bisschen dahinter. Und WLAN-Router. Hier ist das Dometic-Bedienpanel. Mhm. Ja, dieses Touch, wo ihr alles einstellen könnt. Was das Herz begehrt. Küche? Wir haben hier eine Küche. Das ist jetzt wirklich keine Kochstelle oder Notlösung, sondern das ist eine Küche. Das ist eine Küche, die keine Wünsche offen lässt. Ihr habt ja eine Induktionskochstelle, eine Zwei-Platten-Induktionskochstelle und noch ein Zweifach-Gasherd, also zwei Flammen-Gasherd. Daneben noch mega viel Platz. Zum Schnibbeln? Ja. Und dann hier ein Spülbecken. Ja, aber das ist tief genug. Das ist wirklich tief und was für eine schöne Armatur, also wie wertig und alles. Das ist so schön, denn die Hinterleuchtung hier,
Hier sind so kleine Häkchen. Es gibt natürlich auch eine Dunstabzugshaube. Maikabel. Die Steckdose, auch da, wo sie sein soll und benötigt wird, zum Beispiel für eine Kaffeemaschine. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch noch eine Steckdose. Ja. Mhm. Und über die komplette Breite der Küche natürlich Oberschränke. Schau mal, wie tief der Schrank ist. Das ist echt krass, das Ding. Also ich bin einfach platt. Schau mal, wie hinten noch verkleidet. Hier haben wir so. Stoff wie Teppich fühlt sich das an. Ja. Also, da möchte ich gar nicht mehr rausgehen. So schön ist das. Und hier unten haben wir einen Auszug. Moment. Wahrscheinlich hat das jemand geschlossen. Hier ist eine Zentralverriegelung. Letztere. Ja. Ein kleiner Apothekerschrank. Hier ist auch eine Zentralverriegelung, also einfach. War schon offen. Geht alles auf. Zwei Absperrhähne für Kocher und für den Backofen. Selbstentzug natürlich. Natürlich. Die Konvektoren von der Heizung kann man hier hinten sehen. Und noch ein tiefer Schrank. Und das ist ein Backofen, ne? Ein richtiger Backofen. Keine Notlösung, sondern ein Backofen. Ja. Und darüber befindet sich noch mal ein Ofen. So eine Art Pizza, also ein Grill. Pizzaofen oder Grill, ja. Oh, das ist ja der Hammer. Das ist aber, Backofen wird dann mit Gas betrieben. Ne? Da kannst du dir ein Fünf-Gänge-Menü im Urlaub zaubern. Mülleimer, Trennsystem. Ja. Ich glaube, Kabel hat dann alles gedacht. Marte, was ist hier? Ah, jetzt also einmal draufdrücken. Einmal draufdrücken. Dann habt ihr hier nochmal ein Brett. Aha. Also nicht ganz rausziehen, so. Nee, wo kommt das denn raus? Okay. Hier noch eine zusätzliche Ablage. Und dann einfach wieder reindrücken. Ah, okay. Wahnsinn, oder? Hier über uns ein richtig schönes Heki. Das große Heki, ja. Und hier nochmal eine kleine Luke gleich daneben über der Küche. Die letzte hier. Und auf der anderen Seite, wir sind ja immer noch in der Küche. Oh, das ist schon krass, dass man hier dann ein großes Heki macht. Und dahinter noch über das Kochfeld noch ein kleines. Ja. Hier am Eingang gegenüber der Küche haben wir noch gleich einen Schrank. Auch mit Steckdosen hinten. Und der Fernsehanschluss ist da hinten drin, ja. Quasi eine Garderobe gleich am Eingang, da wo sie auch hingehört. Darunter gibt es noch zwei tiefe Schubladen. Ne, die eine ist nicht so tief. Und hier haben wir dann den Dometic-Kühlschrank. Natürlich der von beiden Seiten sich öffnen lässt. Das Gefrierfach dazu. Ach, und eine Mikrowelle gibt es auch noch. Gibt es hier irgendwas, was hier nicht gibt? Ja. Das ist ja krass. Whirlpool. Verrückt, ey. Ja, das ist noch ein kleines Servicefach. Ja. Und da unten nochmal Absperrhähne für Kühlschrank. Das ist ein großes Staufach. Da passt ganz schön was rein. Und weil die Sitzgruppe vorne, die Rundsitzgruppe, noch nicht ganz ausreicht, haben wir hier natürlich noch eine Sitzgruppe. Gibt es hier noch eine? Also tagsüber hier zum Dinieren und hier dann auf den Abend zum Chillen.
Chill mal. Ist ja verrückt. Das ist echt krass. Dass sich auch natürlich noch mal zu einem Bett umbauen lässt. Ja, könnte ich das aushalten. Hier aber noch die Tür, das Türchen hier ist für die Belüftung. Für ein angenehmes Raumklima. Wenn man nachts schläft. In diesem Schmuckstück. 1, 2, 3, 4 Stauklappen hier nochmal. 4 Oberschränke. Mach mal alle auf. Krass. Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht, was ich so alles für einen Urlaub hier einladen sollte. Ich glaube, ja, ich hätte noch leere Fächer. Jetzt pass auf, dreh dich mal um. Okay. Nochmal das Gleiche. Aber erst haben wir hier noch einen Schrank. Nochmal einen Kleiderschrank. Kleiderschrank ist oben drin, ja. Dann haben wir hier quasi ein Sideboard. Wo quasi auch nochmal einen Fernseher draufstellen könntest. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, hier ist auch ein TV-Anschluss. Eine Steckdose. Siehst du? War meine Idee schon gar nicht schlecht. Ja, schon, wenn man sich abends hier so reinlümmeln kann. Ja, was für ein schönes Sideboard. Also wenn man sich so einen großen Wohnwagen auf einen Dauerstellplatz stellt, ich glaube, dann ist auch ein Vorzelt nicht mehr nötig. Jetzt komm. Stell dir mal vor, du hast, gibt es überhaupt so ein großes Vorzelt? Ich weiß nicht. Man weiß es nicht. Ja, der Radkasten ist da noch, ja. Das ist das hintere Rad. Es geht ja auch nicht darum, ob man sowas braucht oder möchte oder wie auch immer, aber es gibt ja Abnehmer dafür, sonst würde da nicht gebaut werden. Und es ist auch einfach mal schön, sowas anzuschauen. Dachklima. Ja, die von Dometic. Von Dometic eine Dachklimaanlage. Hier unten kann man natürlich. Darunter hat es natürlich auch. Das ist nicht, man muss hier nicht alles wegbauen, sondern einfach hochklappen, dann kommt man da schon hin. Mhm. Schauen wir mal hier bestimmt auch. Ja. Ah, hier ist ein bisschen das Ding im Weg. Ja, wir können ja hier aufmachen. Ja. Gut, dahinter ist natürlich wieder der Radkasten. Deswegen ist das nicht ganz so, kommt schon nicht ganz so tief rein. Aber es ist ja okay, also. Oh, das ist mehr als okay. Was haben wir da noch? Noch ein Kleiderschrank. Das ist mehr Stauraum, wie man wirklich. Ja. Also, da drüben, da ist noch ein Kleiderschrank. Ach, Herr Jemine. Okay. Und dann können da. Gut, bis zu 8 Schlafplätze kann man hier wohl entstehen lassen. Dann brauchen wir auch für 8 Menschen Platz. Im Schrank. Wobei die anderen muss man natürlich umbauen. Es gibt ja nur ein festes Bett. Dann könnt ihr das noch zumachen. Dann kann man hier noch zumachen. Als Sichtschutz. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. So. Einfach wieder eingehängt. Mhm. Passt alles? Ja. Wahnsinn. So, wenn wir da schon mal sind, kann man gleich noch ein paar Schränke mehr. Das ist ein Schrank, ein Trocknungsschrank. Da habt ihr irgendwie die Heizung ausströmen. Nee, da ist die alte Heizung drunter. Ja. Die warme Luft nach oben, dann werden auch die Sachen getrocknet. Die nassen Schuhe da reinstellen, ja. Oder die nassen Kleider. Ich glaube, dass eher gedacht ist, dass wenn man feuchte Kleider hier reinstellt, dass die von unten tropfen. Der Schuhe würde ich da jetzt nicht reinstellen. Meine Skiausrüstung, nee, die hast du ja vorne. Da hat man ja vorne Platz. Hier ist der Ausgleichsbehälter der alte Heizung. Hier hat man noch kleine Regalchen für Handschuhe zum Beispiel. Und Mützen. Unten
Dann ist da drunter in der untersten Klappe die alte Heizung. Genau. Ja. Oh, da kommt man sogar sehr schön hin. Sehr schön. Was haben wir da? Ach du. Zentralstaubsauger ist hier verbaut. Krass. Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Hier gibt es übrigens ein Touch-Bedienpanel für die Beleuchtung. Und hier haben wir auch noch mal ein. Ja, weil es ja auch ein Schlafbereich ist. Das gleiche mit. Noch mal eine Lüftung. Mit Fliegengitter sogar. Ja? Ein bisschen mit Fliegengitter. Bei anderen auch, ja. Hier haben wir dann USB. Hier kann man zweimal USB sogar. Zwei USB. Dann und eine normale Steckdose. Und dann kann man hier das Bett rausfahren lassen. Schau mal. Mhm. Ja, damit du das kannst nachts ja zum Schlafen raus hochstellen, machen. Ja. Und dann kommst du natürlich. Lang machen? Ja. Dann ist das ganz unten. Dann kommt man hier nicht mehr durch, aber nachts muss man ja auch nicht unbedingt haben. Komm schon durch. Ja, zur Not, wenn man auf Toilette muss, würde das noch gehen und für den Tagbetrieb quasi. Warte, lass mal unten. Wie groß ist das Bett? Ja, ich habe ja auch ein Metermaß dabei. Ja, von Matratze. So ungefähr. Ungefähr? 2 Meter. Ja, super. Und die Breite? Die genauen Maße könnt ihr natürlich dann auch der Seite von Kabel entnehmen. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. ,40. Sehr schön. Dann fahren wir das Bett mal wieder rein. Das geht nach oben. Dann geht es nach oben hier. Natürlich. Ja, und dann wird es hinten breiter. Und somit hat man tagsüber auch genügend Platz wieder, um hier durchzulaufen. Krass. Oh, ein Riesenfenster. Schau mal. Das sind zwei übereinander. Zwei übereinander. Dass du auch in den Himmel schauen kannst. Ich meine, du hast ja darüber noch mal das Hier Hickey. Kann ich den Himmel schauen, ja. Aber du kannst auch von so schön rausschauen. Schön rausschauen, ja. Stell mir das schon gut vor, so am Strand, wenn man hier einen Platz bekommt mit dem großen Teil. Verrückt. Also, und Platz genug zum Durchlaufen gibt es hier, ja. Wir haben hier auf beiden Seiten natürlich noch ein Nachttischchen. Ich zeige das gerade mal auf dieser Seite. Dann kannst du da besser filmen. Und natürlich auf beiden Seiten auch das USB. Den USB hatten wir ja schon gezeigt. Auf der Seite befindet sich auch noch eine. Doppel-USB. Hier drüber haben wir noch Lautsprecher verbaut. Und noch ein kleines Ablageregal. Natürlich auch hier die Ambientebeleuchtung. Das ist alles picobello. Das ist so sauber verarbeitet. Schau mal die Klappen an. Die stehen genau beide gleich hoch. Ja. Das ist echt krass. Die ganze Haptik, es fasst sich auch alles so schön an. Mhm. Jetzt stehen wir mal hier hinten im Schlafbereich, jetzt schauen wir nach vorne. Schaut euch das mal an. Wir sind noch nicht hinten. Krass, oder? Jetzt haben wir hier ein Bad, wirklich ein Bad. Keine Duschgelegenheit oder sowas, sondern nein, wirklich ein Bad. Das ist wirklich eine Dusche. Ich setze mich hier mal auf die Toilette. Dann kannst du hier mal rumschwenken, wie groß das eigentlich ist. Mit dieser Steinoptik hinten an der Wand. Mega. Mhm. Die Tür geht dann nach
Ah, okay. Die geht nach so auf. Die hat einen. Ja, die hat hier den Drehpunkt. Ah, und da drüber ist noch eine an. Entlüften? Nur eine Entlüften. Entfeuchtung quasi. Ja, für die Dusche, ja. Kleiderstange drin, kannst du nicht lassen. Hast du das Maßband? Ich würde einfach mal so ungefähr mal. Ja, das bringt aber nichts, weil ich nichts sehe. Aber ich kann sagen. Circa, würde ich mal sagen, 78. Also knapp 80 cm. Mhm. 60. 80 mal 60. Ja, sogar ein bisschen mehr. 65. Ja, 65. Wow. Und darüber noch eine Kleiderstange. Kann man auch mal was hier reinhängen. Hatte ich erwähnt. Hoppala. Wow. Ist das schön. Drei Regale auf der rechten Seite. Kleines Waschbecken. Schöne Armatur. Ja, das ist ausreichend. Das ist mehr als ausreichend zum Zähneputzen. Wie geht denn das auf? Auch wieder so. Nee, drücken. Nee, drücken. Okay. Mhm. Und dann auch wieder drücken. Unten auch einmal dagegen drücken. Ja. Sehr also hier schön. Kann man auch gut zu zweit stehen. Ohne dass man sich im Weg rumstellt. Mhm. Also hier ist die über der Tedford-Toilette habt ihr noch einen Handtuchhalter. Und was für einen großen. Und ein Fenster noch auch noch hier drüben. Die Fenster gibt es ja auch genügend. Ja, Bad eins oben, hier an der Seite. Ja, ich mal auf die Seite hin. Hier haben wir noch drei Regale und darüber habt ihr zwei Steckdosen. Zum Beispiel kann man sich hier Rasierer oder Zahnbürsten, elektrische Zahnbürsten laden. Hier ihren Platz finden. Natürlich gibt es hier nochmal einen Schrank. Also hier kann man für viele Personen Dinge mitnehmen. Hier haben wir noch den Toilettenpapierhalter. Lichtschalter. Lichtschalter. Für die Dusche. Ich bin Tschüss. Und das Ganze kann man natürlich auch zumachen, ja. Also hier drin bekommt man keine Platzangst. Lass mich mal ins Bad. Und ich gehe mal ganz vor. Geh du mal ganz vor. Bitte. Tschüss. Ich bin jetzt ganz hinten im Bad am Spiegel. Ich sehe dich nicht mehr. Ich werde verrückt. Echt. Jetzt habe ich hier gerade noch was gesehen. Was ist denn das? Nö. Das ist nur so. Ich dachte gerade, was ist das für ein Brett? Aber nee, das ist nur für die Mikrowelle. Ach, wegen der Wärmeabgabe wahrscheinlich, oder? Oder Mikro. Ich sage noch mal was zu der Innenlänge. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe. Radio gibt es natürlich hier drin auch. Wir haben ja eine Innenlänge von 9,40 Meter und eine Stehhöhe von 1,96 Meter. Also für ein Vorzeltbild benötigt man ein Umlaufmaß von 1.405 Umlaufmaß. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. So wie hier steht, 127.134 Euro. Und hier seht ihr auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, also bis zu 8 Schlafplätze. Ha ha ha.
Ja, okay. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wunderschöner Wohnwagen. Wunderschön, ja, absolut. Rollendes Haus. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch gefällt. Schaut es euch mal an auf der CMT. Mhm. Schenkt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Es werden noch ein paar Messevideos folgen. Wir sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video. Mhm. Viel Spaß. Ciao.